Drei. Zwei Familienhaus. Ja, will. Gut. Ja, will. Du kannst trainiert werden, solange der Fischer noch ein bisschen Fisch bringt. Man merkt, es wird langsam weniger im Fisch. Jo. Jo. Ja, will. Ja, will. Okay, hier ist ein Fluss, der... Vorstaut. Ja, will. Uns ein bisschen einschränken mit der Erkundung. Ja, will. Außer wir können hier dazwischen durch. Jo, könnten wir. Hier am Fluss gibt es auch noch Golden Nuggets. Ein paar hier und dort. So, du hast Tischler erfunden und kannst sogar trainiert werden. Sehr schön. Gut, ich will aber erstmal auf der Seite des Flusses bleiben. Ja, will. Vorstaut. Ja, will. Ja, will. Vorstaut. Tja, so vereinzelte Golddinger sind seltsam. So, sag bloß, der Fluss macht hier eine Biegung und ja. Dann war's das schon. Ja, will. Ja. Ja, will. Ja, will. Okay. Was heißt mit dir hierhin? Dass du dich da vollfuttern kannst und dann. Ja, schön, dass ihr eure Arbeitsplätze nicht findet. Eisenmine ist fertiggestellt, ist auch gut. So, du bist erwachsen. Ja, will. Oh, der Fluss teilt sich und geht da sogar weiter. Ah. Ja, will. Du wartest in der Schule darauf. Das weiß ich, habe eine bessere Idee. Obwohl, nee, ist blöde Idee. Wert Lebenssammler, dann kannst du nämlich Eisen, Schmied und Steinmetz werden. Und wir kriegen Schuhe. Gut. Und zu viele Möbel.
Ja. Ja, wen? Ja, gut. Ja. Ja. Steinmetz. Ja. Ja. Aber wir wissen wenigstens schon mal, dass unser Gebirge da weitergeht. Ja, will. Und eisenhaltiger ist als erwartet. Ja. Das Problem ist, wo nehmen wir das ganze Holz her? So, Brauerei ist fertig. Jo. Jo. Ja, will. Hört, hört. Judy. Judy. Gucken wir uns erstmal das Gebirge weiter an. Weil da ist auch Nahrung. Und sehr viele Was können wir noch mal gegen Wolle tauschen bei euch? Nahrung, okay, bringt uns nicht ganz so viel. Mhm. Ich weiß, dass du hungrig bist. Mann. Mann. Frau. Fürs Bier brauen. Eigentlich hätten wir ein Dreifamilienhaus hier gebraucht für Lehmarbeiter, Steinmetz und Eisensammler. Lehmsammler, Steinmetz und den Schmied dann. Meine Güte. So schwierig ist das nicht, das auseinanderzuhalten. Boah, selbst auf der Seite gibt es noch Eisen. Also ja, Eisenprobleme sollten wir nicht haben. Nee, jemanden nach da oben zu verlagern von hier unten ist doof. Weil was ich jetzt auf nächstes brauche, ist ein Pilzsammler. Speichern, nicht dass wir in Gegner reinrennen.
Ja. Ja. Er will. Ja. Gut. So, hier ist nur karger Stein. Jetzt noch. Jo. Ja. Ja, will. Ah, von hier aus können wir ins Gebirge ein bisschen reingehen. Ja. Gut. Forced out. Ja. Ja. Ja, will. Insofern hier nicht ein super Secret ist. Ja, will. Hier ist schon mal jede Menge Holz und so. Oh, ach so, ja, Jäger. Ja. Oh. Da waren sie nun, die verbliebenen Anhänger des falschen Regengottes, die mein Onkel aus allen Teilen seines zerfallenen Reiches um sich geschart hatte. Fanatiker, denn je kämpften sie mit einer Entschlossenheit, dass uns schnell klar wurde, wenn wir hier versagen, sollten sie einfach einmal zu besiegen, würden sie in kürzester Zeit erneut die Herrschaft über die Völker dieses Landes gewinnen. Ja. Ernsthaft. Okay. Ja. Gut, deswegen haben wir gespeichert. Deswegen wissen wir auch schon mal, welchen Bereich der Map wir meiden sollten. Forced out, forced out. Ja, will. Jo. Jo. Yo. Yo. Meine Wikinger haben auf jeden Fall die Ruhe weg, sich mitten, während sie mit Pfeilen beschossen werden und Maya-Krieger garstiger auf sie zustürmen, einfach sich pennen zu legen. Yo. Ja, will. Yo. Okay, ja, ja gut, liefer du die Schuhe aus, die du da hast. Ja, ja. Ausgeschlafen, ja, gut. Gut, hier an diesem Teil könnte man gut Gold abbauen. Jedenfalls liegt hier mehr als genug Gold herum. So, Pilzsammlerhütte ist fertig. Erstmal die Brauerei ins Laufen bringen. Ja, will. Wobei, wir können uns auch gleich schon mal einen Pilzsammler besorgen. Welches Haus hat noch kein Kind? Du? Yes. Hätten wir hier ein Dreifamilienhaus machen können, ja. Können das Haus ja immer noch einreißen. Und hier oben dann dafür hier ein Dreifamilienhaus hinstellen.
Was ist denn?